Hallo und herzlich willkommen zurück zu Curfever. Dieses Mal mit dem Bernie, Hi. dem Copa, Hi. dem Flo, Hi. dem Styx Assassin und mir, dem Daniel. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt an. Öd, Jo. Nid, Harum, Kettu, Edge, Stopp. Wobei es das gleiche. Curfever-Nachtversion. Wobei es bei Ja. Styx Mitten in der Assassin. Nacht. Ja, wobei es bei Styx Assassin genauso ist wie bei Dings Stuttgart letztes Mal, dass er eben nur mitspielt, aber nicht mitkommentiert. Ja. Das war zu eng. Alles Lappen. Nee, nee. Jetzt Ja. wird Daniel, jetzt wird Ja, und Daniel Bernie. arrogant, Fragezeichen. Das Ich dachte, warte ich nee, mir, der das lasse ich Arrogante. nicht zu. Ich dachte, ich bin arrogant. Bist Naja, du ja egal. auch. Nee, nee, war ein Witz. Kuparakant. Nein! 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 Das war fies. Oh, man merkt schon, es ist Viertel vor eins und ich konzentriere mich echt wenig. Ach nee. Yes, Daniel. Ich genauso wenig, deswegen. Yes! 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 Daniel hat wahrscheinlich Energy Drinks genommen und für, wegen 8 Punkte feiert er sich schon als Sieger. Really? Sie ist noch nicht aus. Ich muss halt mal den Copa machen. Lol. Ich feiere mich dann nicht wegen 2 Punkten schon als Sieger. Ich feiere mich erst am Ende. Und wenn ihr über mich flamet, dann mache ich das, um euch zu ärgern. Ja, denkst du, warum ich das gerade mache? Was mache ich? Den Sieg schenke ich dem guten alten Styx. Es ist spät. Kennst du nicht mal, und dann ist es schon eine gute alte. Als guter alter Abonnent, so war das gemeint. Ja. Wir haben keine alten Abonnenten. Auch Wir sind wieder noch wahr. jung. Hamburger? Ja, wo ist denn der Hamburger? Verreckes Sticks. Wenigstens vor mir. Yes! Ach, Flo. Verdammt. Komm ich noch weiter? Uff, da hab ich rumgeleckt. War ich eigentlich schon im Loch drin? Leute, wir wollen da nicht That's what he Daniel den said. Sieg einfach so übergeben, Mensch. Nee. Das kann doch nicht sein. Nur weil Styx hier dabei ist und von Daniel bezahlt wurde. Genau. Styx ist bezahlt. Alles Ja, auf jeden gekommen. Fall. You know it, I know it, we all know it. You know. Damn. Oh, da hätte ich Kurve besser nehmen können, Sehr gut, Bernie. verdammt. Komm, Bernie muss aufholen. Jo, mache ich. Und Kuppe macht noch sein Comeback, vielleicht kann ich es heute ja wieder mal anwenden. Wir wissen ja, wir müssen erstmal alle auf Copa gehen. Durch Curfew war legendär geworden. Nee, durch Curfew bist du arrogant und lapp geworden. Oh Mann. Und Daniel wird überheblich hier. Nur weil er mal im Vorsprung ist. Ah, schade. Hochmut tut Ah. selten gut. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, auf jeden Fall, Daniel, merkt ihr das? Warum? Ich mache It's an halt gerade nicht. important lesson. Gut, dass wir zwei in der Nähe waren. Warum? Ich mach doch gerade nur mal den Copa. Nee, der Kobe beleidigt ja nicht alle. Alter. Sondern alle Der war beleidigen gut, Kopa. Bernie. Wenn du dich von allen, wenn du dich von allen beleidigen lässt und so und als Cheater beleidigen lässt, dann bist du der Kopa. Aber nicht anders. Du bist gerade genau wie immer. Oh Du lol. bist gerade der Daniel. Alle verarschen, oder? Wie ist das Dix durchgekommen? Keine Ahnung. Flo, jetzt machst du mal wenigstens. Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Stimmt, du musstest selbst diesen guten Bild, diesen guten Ding Vorbei. ausweichen. Wir wissen halt, dass der Copa mal wieder den Slow-Motion-Cheat drin hat, von dem her. Wenn ich die Schildkröte einsammle, dann ist ja kein Cheat, aber naja. Nee, da. Egal. Du hast eine höhere FPS-Zahl. Lol. Gruppe wird von einem Curveboard gesteuert. Ja. Das ist wahrscheinlich sogar. Ja. Double Kill. Ja. Oh, ich bin sogar noch im zweiten. Cool.
Ja, ich habe jetzt 2 Runden, habe ich es gerissen. Komm schon, Benny. Ja. Ich bin müde, spät. Das müsst ihr jetzt ausnutzen. Okay, Benny ist wahrscheinlich auch müde. Ich nicht. Das ist die Zeit, wo ich erst richtig wach werde. Du hast bestimmt gerade 30 Energy Drinks gefüllt reingedrückt. Nö. Nein, die Sticks. Göttlich geschenkt. Sticks, ich hau dich. Ich und Flo, wir verstehen uns. Hey, nee, Flo ist my man, Mann. Ich bin hier my man. Ich mein letzter. Was war das? Also wenn ich Leuten den Sieg gönne, dann Flo, weil er... LOL! What the fuck? Und Bernie, weil er stark ist. Das war gerade irgendwie göttlich. Aber wenn ich den Sieg am wenigsten gönne, ist Daniel. So, Cheater! Lappen. Ja, Wind. Ach, ich hab das spät gecheckt. Ausrede. Ich meine, aber zugeben, es kann ja eigentlich nicht sagen. Aber jetzt mal ehrlich, es kann eigentlich nicht sein, dass man so oft gewinnt. Das geht ja, normalerweise. Doch, das geht normalerweise ist, wenn jemand in einem Spiel gut ist, dann gewinnt er halt die ganze Zeit. Hm. Das kann sehr wohl sein, Daniel. Ja, find dich damit ab. Nee, das kann so sein. Was? Ach, Stuttgart, du mieser kleiner Beobachter. Siehste, eigentlich war ich vor dir. Nö, du warst langsam und dann habe ich dir einfach den Weg abgeschnitten. Und alles war weg. Das ganze Feld für mich. Stuttgart denkt sich jetzt auch, ich durfte nicht mit. Du weißt ja, der Plan war mit Stück schon lange ausgedacht. Ach. Mann, ich darf nicht gleichzeitig reden und steuern. Mhm. Sonst kriegst du die ganze Zeit 0 Punkte und ich hole auf. Im Gegensatz zu Copa, der ein Pro-Gamer die ganze Zeit steuern lässt und nur mitkommentiert. So. Schön den Sticks weggesnackt. Und aufgeholt. Und ja, jetzt wird überholt, meine Freunde. Nee, ich meine, das kann eigentlich nicht sein. Deswegen, ich glaube... Daniel, du bist gerade einfach ganz einfach zum Opfer eines Copa-Comebacks gefallen. Also. Ja, eben. Du meinst Copa-Comebacks. Du meinst mit Copa-Comeback. Wie es besser nicht sein kann. Ja. Mit Copa-Comeback meinst du eigentlich Copa-Cheat? Oder nee. Oder Copa-Bug-Using? Das gibt's natürlich auch nicht. Bug-Using, ey. Was mach ich? Das kann es nicht sein. Danny, wir beiden sind die Favoriten, die gerade die Noob-Fehler machen. Ja. Ja, sauber, Sticks. Ja, nehmen den Daniel die Punkte weg. Nee, man, solange er die Punkte kriegt und nicht du, ist ja alles okay. Wenn ja, solange er hinten ist. An sich bin ich jedem Let's Play nicht Favorit, ich habe erst einen einzigen Sieg. Daniel hat mehr. Hm. Das geht gerade nicht. Dafür, dass du eigentlich als starker Curfew-Spieler giltst, ist nicht gerade gut für deinen Image. Flo, du hast mir Angst gemacht. Ah, ein Flo! Ja. Rennt um euer Leben! Hui! Mann, Stücks, du Lappen. Erstmal ist der Kumpel, jetzt beleidigst du ihn. Läuft. Nee, Sticks kann nicht von mir sein. Nein, okay. Was war das denn? LOL! Das war gerade auch nicht schlecht, muss ich echt zugeben. Okay, komm Flo, schnapp dir den... Oh. Nein, nicht abdrehen, da musst du aggressiv sein. Ja. Und wir werden jetzt auch erledigen können. Oh, noch ein Aber jetzt ist der Sieg so Daniel. Gut... Jetzt ist der gut, Sieg so gut wie für Daniel, außer wir gehen alle auf Daniel. Aber... Yes! Verpiss dich, jetzt Daniel. Cheatet er auch noch rum, das gibt's doch gar nicht! Ah, doch bei Roller, mein Freund, doch bei Roller. Jetzt gewinnt's wenigstens, Leute. Ihr seid nichts machen. Mann, ihr seid das. Und Copa holt seine Skills raus. Warum gibt ihr den Sieg jetzt auch noch Copa, dem, wo es am wenigsten braucht? Und der, wo die größten Cheats hat. Mann, ey, ich könnte kotzen. Jetzt ist der Sieg da.
Ja, mach's auch. Ja, natürlich. Aber trotzdem gewonnen. Das war's. Glückwunsch. Und Stix ist noch vor mir. Aber einen können wir noch. Einen können wir noch. Ja. Nicht. Harum. Kettu. Edge. Stopp. Und da fliegen sie wieder raus. Oder einer. Ernsthaft? Erstmal gegen die Aussies, jetzt gegen den Ösi. Vor allem, er spricht schon, als wäre er ewig dabei mit wie immer. Nur seit der ersten Folge dabei. Als er weiß, wie es läuft. Ja. Nur seit der ersten Folge dabei, aber daran brauche ich dich nicht zu erinnern. Scheint es sein Gedächtnis löchriger als ein Schweizer Käse. Ah, da. Ja, Ben ist wieder. Nicht. Harum. Kettu. Edge. Stopp. Ja, wenn er hat alle gesehen. Aber er hat sich leicht miterlebt. Das ist ein anderes. Doch, er war dabei, Digga. Er war dabei, Mann. Ich hab's genau gesehen, wie er dabei war. Nein, falsche Richtung gelenkt. Er hat sogar mitgelacht. Nee, Scherz. Oh mein Gott, Aber wenn man zugeben, ich hab heute schon mal gewonnen, wenn mir passt. Yes, es hat zwar kurz geleckt, aber. Deswegen hast du dich gegen die Wand gelaufen. Ja, natürlich. Klammer auf, Klammer zu. Und deswegen liegt da auch Stroh rum. Na, oh, schade. Ja, deswegen liegt da Stroh. Deswegen hast du eine Maske auf. Diese ungeklärte Steuerung macht mich fertig. Ich meine, zugeben, mein Hauptziel ist es einfach nur Copa davon abzuhalten zu gewinnen. Das wirst du in diesem Part nicht schaffen. Doch, hat er schon. Ich versuche Bernie den Sieg zu gönnen, weil Bernie es verdient hat. Ja. Im Gegensatz zu dir. Du hast noch weniger verdient. Im Gegensatz zu dir. Nee, du hast noch weniger verdient als ich. Aber. Man muss ja nix, aber. Aber nee. Aber nee. Göttlich, Bernie. Ach, ich mach's. Weißt du was? Ich mach's einfach spannend, komm. Mein Zugeben, das wäre der perfekte Part, wenn Copa nicht gewinnt und ich einmal gewonnen habe. Das wäre so ein perfekter Part. Das wäre ein schlechter Part, aber naja. Mach es slow. Schade. Göttlich. Übrigens, du müsst wissen, jetzt so spielt normalerweise Copa, ohne irgendwelche Cheats oder irgendwelche Pros, die es für ihn steuern. Das ist eigentlich seine normalen Skills. Nö. Normal spielt immer sein Vater für ihn. Ja. Genau. Genau, wenn mein Vater auch für mich spielen kann, Sims Legend, ne? Ja. Der ist heute verkühlt. Okay, Ben, ich dachte, du bist ein Ehrenmann, aber ich habe dich wohl überschätzt. Überschätzt. Jetzt gibt's Beef. Jetzt geht's erst richtig los. Eine Enttäuschung. Eine Enttäuschung. Ja, sogar Daniel gewinnt noch mehr als du. Du galtst noch als bester Curfew-Spieler. Daniel dich besiegt. Dann war's das. Okay. Ziel erreicht. Jetzt kann ich in Ruhe sterben. Oh ja, hoffentlich. Styx darf das nicht gewinnen. Ja. Ich sag ja, ich konnte. Styx als ihr alle. Ich sag ja, ich konzentriere mich auf Copa, von dem her ist mir das scheißegal, wer da gerade gewinnt. Ja, und dann leckt er. Nein, Styx darf das nicht gewinnen. Vor allem das gleiche ist auch Stuttgart passiert. Genau dasselbe. Göttlich Standbild, ey. Ja. Gut, dass es weiterläuft. Sie haben kein Problem. Nur mal als kleine Vorwarnung an euch beiden nochmal. Falls es irgendwann nochmal passieren sollte, dann seid ihr nächstes Mal gar nicht mehr dabei. Nee. Also kauft euch gefälligst besseres Internet. Das hilft. Yes.
Oder schaut wenigstens zu, da dann, wenn's, wenn ihr so ein Internet habt, dann stand stört's auch nicht, wie ihr einen Disconnect habt. Oh, das war knapp. Da ist er einmal kurz. Das war einmal Herzinfarkt. So, die Punkte wollte ich noch. Komm schon, Bernd. Ja, da komme ich nicht durch. Komm schon, Flo. Ja, das war's. Sehr gut, Flo. Yes. Wenigstens Daniel überholt. Kampf jetzt an der unteren Spitze, so muss das. Mann, Flo. Okay, alles im Lot. So, einmal kurz Bernie die Punkte 13, geschenkt. 13, 13. Läuft. So, das muss ich jetzt machen. Ich will aber noch ein Danke für hören. Ich hab dir gerade ganz schön in die Karten gespielt, Bernie. Ja, wenn ich gewinne. Wenn ich gewinne, sage ich Danke. Und Selbstsport. Ich muss die Copa-Streak beenden. Wenn du die Copa-Streak beenden willst, beende die Streak von Styx. Warum? Du bist doch aktuell gerade Erster. Ja, Punkte wegen Styx. Mann, Copa! Oh, Copa! Mach so weiter und du bist nächstes Mal auch nicht dabei. Und ich hab gedacht, wir sind die einzigen beiden, wo halbwegs gutes Internet haben. Gehört. Jo, raste das mal aus. Jeha! Lol. Ohne Sieg gehe ich aber aus der Runde auch nicht raus. Ohne Sieg? Hm. Ich meine ja Rundensieg. LOL! Und, gut, jetzt bin ich kurz, und jetzt Bernie bin ich kurz weggenickt. Ja, Bernie macht die Schnecke. Kann man doch machen. Ja, aber Leute, so spielt der Copa, wenn er müde ist. So spielt eigentlich jeder Mensch, wenn er müde ist. Nee, meinst du, so, nee, so spielt Copa normal. Ja, weil ich nachts immer spiele. Seems legit. Nee, das liegt nicht an der Tageszeit. Doch, natürlich. So, das muss ich gewinnen. Woran denn sonst? Bernie gewinnt. Göttlich, Bernie. Göttlich. Göttlich. Yes. Vor Daniel. Vor Daniel. Ich mal danke, Daniel. Bitte. Und das war dann für diesen Part, für diesen perfekten Part. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao. Damit übernehme ich auch gleich zu dir. Damit beginnt die Ära des Bernie und ciao. Tschüss. Yeah. Ciao.